Hallo Leute und willkommen zum nächsten Teil von Dark Parables. Wir spielen der Orden der Rotkäppchen. Das ist der vierte Teil der Dark Parables Reihe. Ich bin zwar ein bisschen hinterher mit den Spielen und muss die anderen ein bisschen aufholen erstmal, aber das macht überhaupt nichts. Auch wenn das Spiel erst im Jahr 2012 kommt, hat es wahrscheinlich nichts an seinem Charme verloren, gehe ich mal davon aus, weil die Schneekönigin hat mir sehr gut gefallen. Und da war das ja schon fast wie so ein kleiner Film irgendwie. Und ich hoffe, dass dieser Teil genauso toll wird, denn ich freue mich schon sehr, sehr lange auf diesen Wimmelbild-Teil. Den wollte ich schon längst auch Anfang des Jahres gemacht haben. Hab's aber halt nicht geschafft durch die anderen Projekte. Ist ja auch egal. Ich denke, ich musste auch gar nicht so viel zu sagen, außer dass Blue Tea Games und iPix Entertainment die Entwickler des Spiels sind und Big Fish Games, genauso wie bei den anderen Teilen eigentlich auch, der Publisher ist von den Dark Parables Spielen. Das wollte ich noch erwähnt haben. Und ich würde sagen, wir legen eigentlich direkt mal los. Wir spielen das Ganze als Sammler Edition. Bei den Dark Parables Spielen gönne ich mir es eigentlich, sonst wären die Spiele auch meistens recht kurz. Und außerdem finde ich die so schön. Und ich liebe ja Märchen, wie ihr wisst. Also, viel Spaß mit diesem schönen Spiel. Und, ich quatsch dann gleich mal weiter, würde ich sagen. Ja, ich nehme das Ganze auf Mittel und hoffe, es ist dann auch Mittel. Ist okay. Tipps laden normaler Geschwindigkeit auf. Ja, gut. Little girl, are you all right? I am Teresa, leader of the Red Riding Hood Sisters. You don't need to be afraid anymore. Run. Not even the Hooded Sisters can stop the Wolf Queen. When the full moon shines brightly against the cold, empty night, legions of my wolves shall rise, consuming your land in eternal darkness. Welcome to the Vosges Mountains, Detective. 3 days ago, local authorities rescued a missing girl hiding in this area. She reported that wolves covered in dark mist roamed the forest. More surprisingly, a woman with glowing red eyes seemed to control the beasts. Your mission is to find this mysterious figure and stop the wolves. Go seek out the fabled order of the Red Riding Hood Sisters to assist you. They've protected this region for centuries. I've given you a powerful moonstone. This relic is vital to your investigation. Good luck, Detective. Willkommen, möchtest du eine kurze Anleitung erhalten? Nö. Der Himmel sieht dunkler aus als zuvor, wie lange ich wohl bewusstlos war. Wie cool ist denn bitte dieser Einstieg wieder von diesem Wimmelbildspiel? Ich finde das jetzt schon wieder total grandios. Ich freue mich voll auf das Wimmelbild, weil ich habe das Gefühl, die werden pro Dark Parables Teil immer besser. Und ich mag halt aber diese Rotkäppchen-Atmosphäre hier auch. Was war denn das für eine coole Rotkäppchen-Kämpferin? Voll schade, dass die getötet wurde. Naja. So, hier kann ich am Rad drehen. Ohne am Rad zu drehen. So. Die Kutsche wurde komplett zerstört. Ich muss zurück in den Wald gelangen. Was habe ich denn jetzt eigentlich eingesammelt? Eine Machete. Hier können wir was einsetzen, was ich aber noch nicht habe. Der Weg ist durch zwei elegante und gegensätzliche Statuen verspäht. Jedoch fehlt das Herzstück in ihrer Mitte. Wo ist der Mondstern? Ist er bei meinem Sturz gerade eben auf den Boden gefallen? Ja, ist er. Können wir das ja jetzt hier einsetzen? Oder auch nicht? Nein, können wir nicht. Hier liegt eine antike Steintafel, wo sie wohl herstammt. Okay, da können wir auch lang. Und sonst nichts?
Anscheinend nicht. Gut, gehen wir mal nach links. Oh, ein wunderschöner roter Umhang flattert anmutig im sanften Wind. Ja, da oben ist ein Wolf. Oh, wie süß, man kann die Tiere so anstupsen hier und so. Ich mag das, ja. Ja, was ist mit dem Wolf? Bösartiger Wolf bewacht den Felsvorsprung. Ich sollte in diesem Tal vorsichtig vorgehen. Unser erstes Wimmelbild. Juhu, ja. Diese rosa Kugel, diese rote Kugel. Kling, klang, klong. War hier was im Spiegel? Was ist denn so mit diesem Flügelkram und so? Ist das auch zum Einsammeln? Ja. Ja, ich tippe wie immer auf die Dinge, die so aussehen wie Dinge, die man einsammeln kann. Das ist schon fertig, das ist fertig. Ich brauch so einen Flügel. Da ist der Flügel. Und dann sowas hier oder sowas. Wo ist das denn? Und so ein Engel, der ist da. Ist so ein Schüttück. Hier mit so einem Tier dran. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Ja, die Musik ist sehr schön. Da ist das Stück. Eine neblige Kugel, die wir uns hier gebastelt haben. Die passt vielleicht da hinten rein, aber erstmal gucke ich. An diesem Felsvorsprung ist ein geheimnisvolles Bild eines Skorpions zu sehen. Sonst ist hier nichts mehr, es wundert mich fast. Oh, kleines Eichhörnchen. Ah. Sieht aus wie so ein Erdmännchen. Oha. Ja, gut. Der Weg wird durch die dichte dornigen Ranken. Ja, hier ist die Machete. Tada! Da ist ja noch so eine coole. Kapitel 1. Oh, reden wir mal mit ihr. Help me find a moonflower herb nearby, Detective, to stop the poisoning. Ziel aktualisiert, klicke auf die Schaltfläche, um deine aktuelle Aufgabe einzusehen. Ja, der Wolf geht weg. Was haben wir hier? Im hinteren Winkel dieses Loch ist ein glänzendes Objekt. Ich kann es nicht erreichen. Der Wolf hat sich irgendwie in Luft aufgelöst. Was ist da? Der Baum dreht und wendet sich so, als hätte die Erde seine Wurzeln beschädigt. Oh, sie stöhnt die ganze Zeit, weil es ihr so weh tut. Vorne an der bronzenen Scheibe befindet sich ein kleines und eigenartiges Pilzsymbol. Ja, ich beeile mich ja schon. Stöhn mal hier nicht so rum. Ja, dann muss ich ja zum See hier mal gehen. Oh, wie cool. Oh, hier, Prinzessin Mononoke. Durch den Nebel kann ich nur schwach eine Figur ausmachen. Wie merkwürdig. Ist da jemand mit einem Wolf über den See gelatscht? Okay. Dann basteln wir mal hier die Puppe zusammen. Mit Armen und Beinen und allem, was da so zugehört. Das nicht? Achso. Füße. Dann diese Beere, die hatte ich doch auch gesehen. Genau, da ist sie ja. Da, das Oberteil, das Körbchen brauche ich auch. Dann fehlt mir noch ein Arm, aber der ist es nicht. Diese Scheibe, die Birne. Den roten Umhang, der ist da. Wo ist denn jetzt der Arm, wenn das nicht der hier ist? Dann noch so ein kleines orangenes Ding, was sehr schwer zu finden ist gerade.
Es ist ja auch ein Arm mit einem goldenen Armband. Das sieht man dann auch, dass das nicht das Richtige ist, aber sehr irritierend. Ganz fuchsig gemacht. Da ist das Ding. Und da ist der Arm direkt daneben. Und schon haben wir eine Rotkäppchenfigur. Rotkäppchenfigur. Der prachtvolle, neblige See reicht bis zu den Bergen. Dieses antike Steinbauwerk sieht aus, als würde es bald zerfallen. Dieser antike Wegweiser deutet geradeaus, aber da ist nichts außer einem leeren See. Zerbrechliche Keramikfigur wird von den grünen Ranken festgehalten. Habe ich nicht noch meine Machete? Nö. Okay. Müssen wir die uns wahrscheinlich noch holen irgendwann oder so? Was mache ich denn jetzt mit dieser Rotkäppchenfigur? Da ist eine astrologische Vorrichtung. Na gut, dann gehen wir mal hier lang. Auf den Kartenausschnitt sind dein aktueller Standort sowie interessante Bereiche markiert. Klickst du auf den Kartenausschnitt, wird die gesamte Karte angezeigt. Ja, Karte brauche ich eigentlich im Moment noch nicht. Meistens benutze ich die auch nicht, weil ich mir dann die Wege so merke. Ja, muss ich das jetzt machen? Ach, ich muss das machen. Gut, weiß ich Bescheid. Passe die Position jedes Wolfs so an, dass das Rotkäppchen sie besiegen kann. Jetzt schon, oder? Achso, jetzt schon. Passe die Runentasten an, um das Muster zu vervollständigen. Also, dann kommt jetzt wieder Pfeil nach oben. Und jetzt ist Kringelding. Ja, warte, da war es doch schon. Nicht richtig? Doch? Nee? Ja, war richtig, gut. Und nun kann ich die anpassen, ja? Jetzt der Wolf. Jetzt wird er abgeschossen. Der Böse. Was jetzt? Hier der Wolf. Ah. Mit der erschossen wird. Oh, sehr bösartig hier. Alles klar. Aber ich mag solche Rätsel. Das ist echt schön gemacht hier wieder. Der Eingang scheint zu einem geheimen Durchgang zu führen. Ich frage mich, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Ach, mein Chamäleon-Objekt. Es geht wieder los. Es geht wieder los mit den Chamäleons. Yin und Yang-Symbol. Ich muss die Symbole einsammeln. Ich habe die total vergessen wieder. Schiete! Ja, aber jetzt muss ich das Chamäleon-Objekt finden. Was suche ich denn? Ja, das ja nicht. Die müssen ja immer direkt zu finden sein. Ach, wie blöd. Wo stehen die denn? Ich habe jetzt nicht gesehen, wie die aussehen, die Chamäleon-Objekte. In jedem Bild ist eigentlich ein Chamäleon-Objekt. Oh, das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Ein wunderschönes... Was? Unter dem Sand ist eine Tafel das Abbild eines Skorpions. Doch, das hatten wir, aber... Das mit dem Sand da drunter hatten wir nicht. Oh, die Wölfe fangen an zu heulen. Es wird irgendwie auch langsam dunkel oder so, als ob die Zeit mitgeht, so lange wie ich hier trödel. Ja, aber was ist denn jetzt mit dem Chamäleon-Objekt? Wo ist das denn jetzt? Ich bin verzweifelt. Ich weiß nämlich nicht, wonach ich suche irgendwie. Na gut, Pilzsymbol. Passt hier irgendwie die... Nee, Mondstein, silberner Mond, spitzer Stein, irgendwas... Grünes Auge? Auch nicht. Irgendwas anderes? Dem Spitzenstein vielleicht diese Rankendinger? Ja!
Wolfsfigur, Rotkäppchenfigur. Und wo kommen die hin? Kann der Mond vielleicht hier raus? Auch nicht. Ich höre irgendwelche Schreie. Ist ein bisschen gruselig. Also hier kann ich auch nichts machen und hier anscheinend auch nicht. Sie kann das halt nicht erreichen. Was mache ich denn dann? Ah. Wie seltsam, dieses Denkmal eines... Erste Rotkäppchen. Wie seltsam, dieses Denkmal eines jungen Prinzen ist im Schnee eingefroren. Wurde er hier von den Wölfen angegriffen? Ja, das erinnert uns ja an die Schneekönigin. Das war auch eine sehr tolle Geschichte. Kann ich hier nichts machen? Nö, anscheinend nicht. Ich glaube, ich suche immer kleine Rotkäppchens als Chamäleon-Objekt. Hallo, kleines Häschen. Und dann kann ich da nach hinten... Wenn ich kleine Rotkäppchen-Figuren suche... Ist dann die hier drinnen? Nee, ne? Wahrscheinlich auch nicht. Wo ist denn dann hier eine Figur? Oder hier? Ich bin gefallen. Das heißt, ich habe ja dann schon einen übersehen. Oder? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal da durch. So. Na gut. Und ein Ast. Im Hintergrund ist eine Abbildung zweier Halbmonde zu sehen. Hier ist schon mal einer. Der passt schon mal rein. Und dann gibt es hier bestimmt noch mehr. Eine Spitzhacke. Ich dachte, das wäre ein Wimmelbild hier rechts. Ist es aber nicht. Ich muss ein paar Tropfen des Mondblumenkrauts einsammeln und sie der verletzten Schwester bringen. Mit einem Reißzahn vielleicht? Mit der Spitzhacke? Womit mache ich das denn? Weiß ich noch nicht wie. Vielleicht braucht sie auch so ein Gefäß oder so eher. Ich weiß es gerade nicht. Aber wo ist denn jetzt hier noch so ein Chamäleon-Objekt? Bin ich doof? Also ich... Keine Ahnung. Ja. Ja, gut, okay, ja. Da ist Ying und Yang. Kann man da diese Kugeln reintun? Oder das hier? Nein, grünes Auge, Mondstein. Gehören da anscheinend nicht rein. Dieses Pilzsymbol habe ich auch nicht gesehen. Ich... Mach mal hier mit der Spitzhacke und weiß ich auch nicht, kann ich irgendwo noch graben? Benutzen wir mal unsere Karte, denn ich soll in den Wald. Hier? Diesen Wald? Komme ich damit jetzt mit dem Ast ran? Und das ist wahrscheinlich das Gefäß, was wir brauchen, oder? Leere Flasche. Mal gucken, ob das klappt. Menno. Wie denn dann? Wie denn dann? Wieder in den Wald. Also, ja, gut. Wenn ihr meint. Es soll ja auch hier was zu tun geben. Kann ich denn mal mit ihr machen? The poison is much stronger than I can handle. Ja, eine leere Flasche. Ich weiß gerade nicht, was ich machen kann. Mein erster Tipp, den ich nehme. Hä? Ich denke, ich sollte im Wald jetzt was machen. Dann habe ich mich verguckt, was das Ziel angeht. Oh, und ich dachte, das wäre ein Chamäleon-Objekt, aber es war nur eine Libelle, die weggeflogen ist. Haha, okay, jetzt habe ich den zweiten Mond gefunden. Alles klar. Kapisch, kapisch. Aber eine kleine Rotkäppchenfigur sehe ich trotzdem nicht.
Dafür, dass eigentlich überall ein Chamäleon-Objekt sein müsste. Schwierig, schwierig. Aber dafür habe ich jetzt den anderen Mond. Den können wir jetzt hier einsetzen. Und? Oh, mit dem ersten warmen Sonnenlicht erblühte die Mondblume sofort auf. Sofort. Überhaupt sofort. Ohne auf. Ich muss ein paar Tropfen des Mondblumenkrauts einsammeln und sie der verletzten Schwester bringen. Hier. Ah, jetzt können wir ihr endlich helfen. Können wir endlich helfen. Thank you, Detective. I am Ruth. I know you are seeking the help of the Red Riding Hood sisters. Take this special key and meet me at the Hallowed Tree. I have something to show you. Voll cool. Voll cool, jetzt haben wir ihr geholfen und sie heißt Ruth. Und ich bin gespannt, was im nächsten Part passiert mit unserer Ruth und wie und wohin wir mit dem Rotkäppchenschlüssel kommen. Ich hoffe ihr auch, ich hoffe es gefällt euch. Hinterlasst mir doch einen Daumen oder einen Kommentar und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!